Recht herzlich willkommen zur 232. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind wieder unterwegs. Nach der Rakete war es nicht, Satellitenkorrektur, die wir durchführen mussten, haben wir dann die nächsten Dinge zu tun, oder? Ja, wer kommt von wo, das ist die Frage, ne? Man sieht ja ganz krass hier alles so aus, ne? Die Grünen, wer sind denn die Grünen? Wer macht denn das mit den Grünen hier? Agency Propopodyne Incorporation. Reaction System LTD. Und was wollen die? Müssen wir mal gerade ins Zentrum da gehen und gucken. Das sind die. Floyd. Curling. Scene. Parapsis. Kerbal, Scene, Kerbodyne, Kerbodyne. Ist keine davon, ne? Muss wohl eine neue sein, oder? Popodyne, da ist es, okay. Position Geosynchronous Orbit of Corbin. Und das war Reaction System auch, ne, oder? Diese beiden sind das dann, okay. Was haben wir denn hier noch so? Explore Luna. Sind wir unterwegs zu Rescue T-Bird? Achso, den haben wir den jetzt schon? Oder T-Bird from Orbit of Kerbin? Dieses Dingens hier, ne? Ist auch wieder der Bug da, ne? Das haben wir angenommen, ne? Build a new orbital station around Minmus. Ist aktiv, ne? Wer auf den Kalten gekommen ist. Position Spitfire Orbit of Luna, da sind wir unterwegs. Rescue Buspreet from Orbit of Minmus. Rescue Defort from Orbit of Minmus. Die sind schon auf dem Rückweg, oder wie war das? Position Spitfire Orbit of Luna, sind wir unterwegs für Rescue Youngguard from Orbit of Minmus. Ah, das ist Youngguard, Defort, Buspreet und T-Bird. Boah, müsste ich mir aufschreiben, ne? Aber wir können ja mal dann gucken. Wer wo drinne sitzt. Marthas Kapsel. Ist jetzt nicht so wichtig. Das ist Jutas, die Elekt. Tomford? Nee. Es müssen ja hier noch Kapseln sein dann. Gibis Kraft, Winfrieds Kraft, Erenis Kapsel, Defords Fahrzeug. Ist die Frage, ob da noch einer drin ist. Können wir ja mal gerade reingucken, ne? Defort ist keiner mehr da. Also schon abgeholt. So, jetzt mal zügig hier. Die Zirpen hört man als erstes. Cricket. Ah, ja. Ich möchte nicht das. Ich möchte das. Defords Fahrzeug hatten wir gerade geguckt. Minmus. Anschad war nicht dabei. Ist außerdem Wrack, also kann da keiner mehr drinnen sitzen. Claire ist Buspreets Wrack, also ist Buspreet auch schon irgendwo drinnen. Dann haben wir hier ihn noch. War Tomdons Kapsel auch noch dabei? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal gerade rein. Habe ich drauf geklickt? Ja, ne? Passiert aber nichts.
Und ist da noch einer drin? Wohl nicht. Also auch leer. Dann sind ja nicht mehr ganz viele, ne? Die letzten Junggard und Tibet oder wie hieß er? Tibet. Und der ist jetzt hier hinten. Tibets Raumschrott ist das, also ist auch schon leer, ne? Dann ist ja nur noch Junggard da unterwegs. Und da kann man schon gar nicht hin, also wenn man da nicht hin kann, dann ist das doch auch leer, oder? Oder? So, die sind auf dem Heimweg, oder? Gucken wir mal rein, wer da drinnen sitzt. Aveni. Super. Areni ist auch auf dem Heimweg. Passt schon dann, ne? Ja. Das heißt, von den Aufträgen, die wir jetzt da haben, muss er nach Hause kommen? Kann ich irgendwo sehen, dass man da schon einen Teil von fertig hat? Nicht wirklich, ne? Cover Junggard Kerman und Save Junggard Kerman incomplete. Ne, das ist irgendwie nicht so wirklich zu den Rescue Junggard Kerman, wo es stand in low minimum orbit, return her safely to Kerman, ja. Kann man leider nicht sehen. Deport Rescue complete. Warte mal, da steht ja complete. Save Deport Kerman, das heißt. Dann ist Junggard ist incomplete. Save Junggard Kerman. Das verstehe ich jetzt nicht. Save Deford ist complete, okay. Ist auch incomplete. Rescue Busfrid vom Orbit of Minmus. Gut. Und das hier ist auch incomplete. Aber die sind doch nicht mehr da, wo sie sind. Na dann. Ist das auch nicht so wirklich nachvollziehbar, was hier passiert, ne? Und okay. Rescue Junggard vom Orbit. Jetzt ist jetzt die Frage, was ist jetzt mit diesen ganzen Kapseln, die da durch die Gegend fliegen, genieße die landet sozusagen. Ist jetzt nicht so ganz durchsichtig hier, ne? Zeitbeschleunigung Weltraumschrott ein aus. Doch, das ist schon ein Unterschied. Satelliten ein aus, haben wir auch weg. Rover ein aus, tut sie nix. Länder ein aus, ja. Schiffe ein aus, lassen wir. Stationen ein aus. Basen ein aus, tut sie nix. Flugzeuge haben wir sowieso, glaub nicht. Netzwerke ein aus. Okay, da gibt's was. Außenbordeinsätze ein aus. Ja, weiß ich nicht. Flaggen ein aus. Jetzt wird's auch schon spannender. Unbekanntes ein aus. Das ist schon das, der Hammer dann, ne? Marthas Kapsel und Kreis das.
Aha. Also bleiben wir besser da. Aber das müsste ja jetzt hier als Schrott gelten dann, ne? Da steht ja schon Raumschrott dran, ne? Aber das kann man nicht anders jetzt hier feststellen. Ist jetzt total... Jungarzkabel, warte mal, der A. Wie hieß der denn, den wir da eben hatten? A. Arrhenius Kapsel. Den gucken wir doch nochmal rein. Das war ja so ein Incomplete-Ding, ne? Nee, der ist ja auch gar nicht mehr da. Das war jetzt auch ein anderes Ding, wo er drin war, ne? Also seine Kapsel ist leer und er ist auf dem Weg nach Hause. Müssen wir da hin. Minus V6. Kann man sehen, wer da drinnen sitzt? Ah, da. Bill Defford. Minus nochmal V6. Winfried und Niles da. Kevin Station. Tomford, also Martha. Minimus V6 haben wir da nochmal. Areni, der muss doch nach Hause, oder? Contracts frei bei Dona. Ne, das ist ja alle Sachen. Aber der ist doch jetzt hier unser Mann, den wir kurz mal angucken. Hat er das genommen? Nee, ne? Jetzt aber. Jetzt müssen wir uns das da mal angucken. So, Flugrichtung. Keine Ahnung. Kurbeln Apoapsis. Und warum fliegt er jetzt? Keine Ahnung, ne? Lass mal ausrichten. Das heißt, wenn der nach da fliegt, muss da Kerbin sein, ist er auch. Stellt sich mir jetzt gerade die Frage, wieso der nicht Richtung Kerbin fliegt. Ne? Oder? Wieso fliegt er da lang? Hat er die Landung verpasst? Haben wir zu weit vorgespult, dass das passierte? Ne, da will ich nicht warpen, da will ich hin springen. Wo ist denn der Minmus? Da hinten. Focus View. Ruin Tracking Station. Warum fliegt er da vorbei noch? Und Basfred ist doch gar nicht mehr in der Kapsel, oder? Oder ist er da doch noch drin? Heißt das nur Wrack, weil er
Aber da kann ich auch nicht rein, ne? Warte mal, da kann ich aber hier was sehen. Ja, das ist jetzt echt schwierig, ne? Aber das ist ein Wrack. Wrack ist leer. Bassfried ist woanders unterwegs. Bin ich fest von überzeugt. Könnte man zerstören. Wie geht denn das zerstören? Explodiert das dann? Astronautenkomplex. Verfügbar ist Bob, Potke, Jota, Desplus, Claretz und Tom Don. Im Einsatz sind die Gibby, Bill, Defford, Bassfried. Bassfried ist schon unterwegs, der fliegt schon woanders mit. Leerfried, Nalster, Ferzor, Martha, Anchard, Tromford, Areni, Youngard und T-Bird, Kerman. Verloren und vermisst, Jebediah und Valentine, Kerman. Ich weiß gar nicht, wo die... Wo die geblieben sind, weiß ich gar nicht mehr. Naja. Wir trauerten bestimmt sehr um die beiden. Ja, das sind doch Bewerber, ne? Die sind aber verfügbar schon bei uns. Also, die sind unterwegs. Bassfried, Scientist, can boost the volume of data from science experiments, okay. Vessel, Bassfried's Wrack. Vessel, Minimus V6. Sitzen doch da, der sitzt da doch noch drin, oder? Oder? Kerbin Station, Kerbin Station, Kerbin Station, Kerbin Station, Minimus V6. Jungard Capsule, der sitzt da auch noch drin, oder was? Und der ist auch im Schraubenschrott. Die sind noch nicht abgeholt, oder? Oh, das wird ja richtig spannend, noch das rauszufinden. Gab mal Zeiten, da war das einfacher. Weiß nicht, ob das irgendwie durch einen Update irgendwie gekommen ist, dass wir das jetzt so durcheinander bringen. Schwierig, ne? Ja, wenn da einer irgendwie mir was zu sagen kann, dann wäre das super, dass ihr da mal einen Kommentar zuschreibt, wo ich da irgendwo ein Fehldenken habe oder auch nicht oder so. Dass wir das mal irgendwie noch auf die Reihe kriegen. Ja, lange Folge für nix sozusagen, aber naja, vielleicht haben wir jetzt mal irgendwann geklärt, worum es geht. Die da ja auch den Weg dahin fliegen, die fliegen ja auch mit gewissen Zielen und dann passt das wahrscheinlich schon. Ja, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch, obwohl ich glaube, da gefällt keinem was, aber wenn doch, wäre echt cool. Und macht euch die Glocke an, damit ihr das nächste Video nicht verpasst, was ich hochlade, ne? Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!